Hallo und wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um eine Frage zum Thema Petzen, die bei uns dieses Verhalten sowas von reduziert hat, dass ich euch die einmal vorstellen möchte. Es war so, wir saßen am Esstisch und der eine Bruder hat den anderen Bruder in der Pfanne gehauen, so würde ich es mal jetzt nennen. Und dann ist mir eine Frage in den Kopf gekommen und ich habe ihn gefragt: Du, ist das dein Problem? Und nach einem kurzen Überlegen kam er nein. Und dann haben wir nochmal zum Vertiefen drei Situationen durchgespielt. Sag ich, wie ist das, wenn dein Bruder sein Müsli nicht aufgegessen hat und sich mehr reintut? Ist das dein Problem? Nein. Sag ich, ist das dein Problem, wenn er sich deine Müslischüssel nimmt und dein Müsli isst, ohne zu fragen? Ja. Wie ist das, wenn dein Bruder eine falsche Mütze anzieht? Ist das dein Problem? Nein. Wie ist das, wenn er deine Mütze anzieht, ohne dich zu fragen? Ja. Und beim dritten Beispiel ging es um Spielzeug. Sag ich, hast du ein Problem damit, wenn dein Bruder das Spielzeug von deiner Schwester nimmt? Nein. Hast du ein Problem, wenn er dein Spielzeug nimmt, ohne dich zu fragen? Ja. Da weiß ich ganz klar. Und man merkte richtig, wie es Klick gemacht hatte. Weil die hatten halt vorher ein Gefühl, ist richtig oder nicht richtig, die kennen die Regeln. Doch auf einmal kam ein ganz neuer Aspekt dazu. Habe ich ein Problem oder habe ich keins? Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Verhalten, also das Verpetzen, nicht beziehungsfördernd ist. Nicht unter den Geschwistern, nicht unter Freunden, nicht auf der Arbeit, nirgendwo. Das hat nirgendwo was zu suchen. Und mit dieser Frage und dem Verständnis hat sich das A erledigt und B profitieren die Kinder dadurch noch in ganz vielen anderen Aspekten. Ihr Lieben, wenn euch dieser Tipp gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und die Arbeit auf diesem Kanal, immer auf YouTube und pauschal. Mir geht es darum, wirklich mehr Liebe, Harmonie und Frieden in die Familien zu bringen. Und gerade in der Ukraine-Krise, die gerade ansteht, ist es für mich so erschreckend, dass es immer noch, dass wir Menschen immer noch nicht so weit sind und diese Maßnahmen zum Tragen kommen. Wisst ihr, ich habe Familie in der Ukraine und deswegen beschäftigt mich das Thema natürlich sehr. Und auch wenn wir und auch ich in dieser Situation nichts aktuell ändern können, können wir das aber für die nächste Generation. Ihr Lieben, wir haben alle die Verantwortung als Eltern für die nächste Generation, dass es dann später anders wird. Und deswegen, wie gesagt, ist meine große Vision und Mission, auch mit diesem YouTube-Kanal, mehr Liebe und Frieden, Beziehung in die Familien reinzubringen. Und deswegen, wenn euch dieses Video gefallen hat oder auch anderen Inhalt, freue ich mich, wenn ihr euch die Videos teilt und unterstützt, dass dieser Kanal wächst. An sich sind für die nächsten Videos ganz, ganz viele tolle Sachen geplant. Ich nehme euch, wie gesagt, bei einigen Konflikten oder Problemlösungsstrategien mit. Es gibt die Zuckerreihe, wo ich euch Ideen vorstellen werde. Wir werden über die Süßstoffe einmal reden. Ich werde euch zeigen, wie ich mal unseren Dattelsirup mache oder Rezepte vorstellen. Ein Video über kooperative Spiele ist schon abgedreht. Also wirklich ganz viele tolle Sachen. Ich stecke hier wirklich ganz viel Liebe und Zeit rein. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch mit unterstützt und diesen Kanal weiter verbreitet. Gefällt euch der Inhalt und ihr wollt mehr dabei sein und nichts verpassen, abonniert bitte den Kanal unten und drückt auf die Klingel, damit ihr auch immer informiert werdet oder in eurer Playlist quasi die Sachen auftauchen. Und ich wünsche euch einfach eine ganz wundervolle Zeit für euch selber, in den Familien und lasst uns die Welt verändern gemeinsam. Schritt für Schritt. Ihr Lieben, tschüss und bis zum nächsten Video.